Heute Nacht zerlegte sich mein Körper in einzelne Stückchen, zum Beispiel ein halber Zeh flog davon, aber ich steckte ihn wieder rein und ging dann zum Zahnarzt, wo eine Party stattfand. Ja, am Abend davor die deutsche Version von Eyes Wide Shut, der Traumnovelle von Arthur Schnitzler gesehen und wieder darin bestärkt worden, dass nun alles klar ist. Einerseits die, wie überall in der Natur, herrschende Notwendigkeit der besten Selektion und der Reintegration und Absicherung und so weiter. Andererseits dieses automatistisch Übermächtige, das sich der Geschöpfe bemächtigt, was beim Tier schon sichtbar ist, als das Transformierende, als das Trittverandernde. Aber bei Menschen eben diese Verkomplizierung der ternären Aufspreizung all dieser Vorgänge als Kompensation der Dysfunktionalitäten, die nur bei Menschen so statthaben, die Ausdehnung, die Frigidisierungskompensation, die Ausdauer-Olympiaden dagegen, die theriotischen Ausweitungen auf 3 Behandlungsräume oder 2 Lotsi. Eben dieses Intermezzo von Eyes Wide Shut als Traumnovelle, das mancher ungelebte Traum gefährlicher ist wie ein geträumter und alles fügt sich . Warum die Verworfenheit, warum der Verrat, warum der Übergang zum Dritten, warum der masochistische Zufügungs- und Erleibnisaktion und so weiter.